Er hat im zweiten Bildungsweg Bauwesen studiert. Es ist der diplomierte Ingenieur Hans-Joachim Zillmer. Er hat 1977 von der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Hochbegabten-Stipendium erhalten, hat in der Zeit von 1973 bis 1987 verschiedene Gründungen gemacht, ein eigenes Ingenieurbüro, eine eigene Bauunternehmung und eine Bauträgerfirma. Er ist Autor verschiedenster Bücher, ein Bestseller und zwei Bestseller darunter, Darwins Irrtum, Irrtümer der Erdgeschichte, ein anderer Bestseller. Dann hat er aber auch die folgenden Bücher geschrieben, das Dinosaurierhandbuch, Kolumbus kam als Letzter, die Evolutionslüge, die Energielüge, die Erde im Umbruch. Das sind seine Bücher. Ich denke, Sie haben sie mitgebracht. Man kann sie auf dem Büchertisch holen. Joachim Zillmer ist sehr bereist. Er hat die ganze Welt bereist, hat sehr viel Kenntnis, sehr viel Erfahrung gesammelt, hat Auszeichnungen bekommen. Er wurde aufgenommen in der neuen Ausgabe Wer ist wer in Deutschland? Wer ist wer in Finanz und Industrie? Er wurde aufgenommen in Wer ist wer in Wissenschaft und Engineering? Aber auch Wer ist wer in der Welt? Also nicht irgendjemand, der jetzt gerade heute zu uns spricht, schon jemand, der Profil hat, sehe ich hier. 2002 wurde er nominiert als Wissenschaftler des Jahres. Seit 1998 hat er viele Auftritte in Radio, TV gehabt, in großen Sendern wie Sat.1 oder Pro7 und hat großen Einfluss ausgeübt, selbst bis zum EU-Parlament und bis ins Weiße Haus. Herr Zillmer, ich darf Sie schon mal nach oben bitten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Es ist eine Ehre, von so hohem Rang beglückt zu sein. Wenn Sie so gut sind wie im Sport, dann erwartet uns einiges. Er hat in den höchsten Spielklassen Handball und Tennis funktioniert. Aber ich denke, er ist auch als Referent so im Hochleistungssport. Er wird uns zu uns reden über abiogenes Gas und Öl als die unerschöpfliche Energiequelle. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, war schon viel zu viel der Ehre, aber ich möchte Ihnen alle recht herzlich begrüßen. Und wenn man mich so freudig begrüßt, Sie wissen gar nicht, was Ihnen heute bevorsteht. Denn heute kommt ein richtiger Crashkurs auf Sie zu, nicht nur mit dem Öl, sondern damit hängt zusammen Astronomie und auch Geologie bzw. Geophysik. Das werde ich versuchen, heute darzustellen. Und wenn ich was vortrage, dann dient das nicht dazu, dass ich die Wahrheit kenne. Die Wahrheit kenne ich nicht und andere schon vielleicht noch weniger, aber wir kennen sie nicht. Ich möchte Sie nur auffordern, verkrustete alte Denkmodelle zu hinterfragen und neu zu durchdenken, damit wir zu neuen Zielen, zu neuen Modellen kommen. Nur so können wir die Zukunft überhaupt gewährleisten. Mit falschen Modellen haben wir keine Zukunftsbewältigung. Deswegen dient mein Vortrag dazu, dass wir vielleicht neu über Selbstgewissheit, wie ich so gerne sage, nachdenken. Kohlenwasserstoffe sind also, bald wieder zurück, unerschöpflich. Und das ist ein Thema praktisch aus meinem Buch Der Energieirrtum, das ich heute mit habe. Sagen wir so, für 10 Euro kann man das hier erwerben. Da stehen noch viele Sachen drin, die ich jetzt überhaupt gar nicht, auch nur nicht annähernd sozusagen diskutieren und darlegen kann. Also, der Energieirrtum, das fängt damit an, dass ich 1973 in der Uni, TU Berlin, in einem Vorlesungssaal saß
und die Zeitung aufschlug und da war vom Klapp auf Rom die Voraussage, im Jahre 2000 ist das Erdöl zu Ende. Habe ich auch damals dran gedacht. Wir haben jetzt im Jahre plus 15 nach 2000 und wir haben so viele Erdölressourcen wie noch nie zuvor. Ich habe Handball geguckt, WM als alter Handballer sozusagen, und da war der Reporter und sagte mit einmal so im Nebensatz, ja, Katar hat noch für 200 Jahre Erdöl. Noch vor 3-4 Jahren wurde uns gesagt, die Erdölländer haben bald kein Erdöl mehr im Nahen Osten. Im Jahre 2015 ist das Erdöl abgeschöpft oder zum größten Teil abgeschöpft. Das alles stimmt nicht. Also, wie Sie in der Grafik hier sehen, war das Erdöl, der Preis des Erdöls über 100 Jahre lang bis 1973 genau konstant. Warum? Man hatte genug Öl. Was genug da ist, ist eigentlich billig und es wird auch nicht teurer. Und jetzt passierte Folgendes. Ich saß also in der Uni, zeitgleich schoss mit der Voraussage der Erdölpreis nach oben. Es hatte sich nichts geändert, das Erdöl war ja nach wie vor da. Es wurde einfach nur teurer. Als Folge dessen bin ich noch selber mitgelaufen, 1973 die autofreien Sonntage, und ich war damals von der ganzen Sache auch vollkommen überzeugt. Irgendwie werden wir es schon schaffen, habe ich gedacht, aber wir haben es ja nicht geschafft, wie die Wirklichkeit gezeigt hat. Also auf den Autobahnen sind wir rumgelaufen. Und da es genug Erdöl gibt und jeder sagt, ach ja, warum soll ich denn da eigentlich wirklich sparen? Wir haben ja Überflüsse ohne Ende. Hat man eine neue Sache empfunden, und zwar, dass Kohlendioxid unser Klima sozusagen erhitzt, also die Temperaturen erhöht auf der Erde, von Menschen gemacht. Das ist natürlich auch Unsinn. Weil Kohlendioxid kann die Luft nicht erwärmen. Dafür ist es energetisch nicht ausgelegt. Jeder, der Physik studiert hat, wird das bestätigen. Und mich hat der Professor Professor Gerlich, ist der weltbekannte theoretische Physiker auf dieser Welt, angerufen und hat gesagt, was Sie sagen, sagen wir auch. Schon seit Ende der 90er Jahre, es geht physikalisch gar nicht. Aber wir sind eine Gruppe von Wissenschaftlern und keiner hört auf uns, weil es gar keiner wissen will. Es funktioniert anders, aber Kohlendioxid kann das Klima nicht erwärmen. Aber man hat das zum Anlass genommen, über den Klimarat, über die UN und den Herrn Töpfer und so weiter, dass die Erdölpreise wieder in die Höhe gegangen sind, aufgrund dessen. Also hat man wieder auch Profit gemacht mit dieser Hysterie, die da erzeugt worden ist. Und das ist zu belegen. Wir haben ja den Test bestanden, der war bei $150 den Barrel. Den Test haben wir klaglos bestanden. Wir können noch mal darauf warten, wann das demnächst noch mal kommt. Im Augenblick ist es nicht der Fall. In den 80er Jahren brach nach jahrzehntelanger Ausbeutung die Förderung einiger Quellen vollständig zusammen. Dann tauchte plötzlich neues Öl auf. Also der Film geht noch weiter. Es ist also bekannt, dass Erdölquellen sich wieder regenerieren. In jedem Fachbuch können Sie es eigentlich nachlesen, dass der gepumpte Ölfelder, bei Hannover gab es auch so eins, wird nicht mehr gefördert. Das Erdöl hört auf, es kommt Wasser und nach einiger Zeit kommt wieder Erdöl aus diesen Quellen heraus. Das heißt, das Erdöl regeneriert sich. In diesem großen Elefantenfeld, wie man sagt, in Russland, ist bisher viermal so viel Erdöl gefördert worden, als theoretisch biologisch hätte entstehen können, wird in diesem Film auch gesagt. Sie sehen hier zum Beispiel oben links und oben rechts so eine Art versteinerte Bäume. Werden auch in Bulgarien stehen die, werden als versteinerte Bäume praktisch auch klassifiziert. Es handelt sich aber hier um eine Art Calciumcarbonat, kann man nicht direkt sagen, also so eine Phase von Calciumcarbonat. Und das sind Ausgasungsröhren. Aus diesen Röhren, die standen mal unter Wasser, stehen heute an Land, kam Methan, also Kohlenwasserstoffe, man muss also mal sagen, feststellen, erstmal, wir reden über Gas. Erdgas ist Methan zu 90% etwa, 85, 90, 95%. Kohlenwasserstoffe bilden auch Erdöl. Das heißt, diese ganzen Kohlenwasserstoffe sind verantwortlich in der einfachsten Form Methan für das Vorhandensein von Erdgas und Erdöl. Und hier, das sind Ausgasungsröhren, die stehen heute an Land
und die bilden sich im Grunde durch die Ausgasung und dann werden Kalzite, Kalkspat und so weiter, wird dann produziert und dadurch entstehen diese Röhren. Sie sehen jetzt unten links eine Sonaraufnahme vom nördlich des Skagerrak in Dänemark. Dort sind noch solche aktiven Ausgasungsröhren wie oben links an Land dargestellt. Unten ist ein Taucher an so einer Ausgasungsröhre und die werden angeblich, diese Röhren am Meeresgrund, bis zu 20 Meter hoch. Hier nochmal der Taucher an so einer Kalzitröhre quasi. Und Sie kennen das auch, schwarze Raucher am Meeresgrund, weiße Raucher am Meeresgrund, dort kommen Gase raus. Da kommt Methan raus, da kommen Mineralien raus, aber auch viel, viel Methan. Überall auf dem Meeresgrund gibt es Methan. Sie sehen hier zum Beispiel Ausgasung links vor der Ägäischen Küste, also in Griechenland. Ich habe schon mal eine Bildzeitung geschrieben, um die Finanzen der Griechen besser, sagen wir, hinzukriegen, wäre es gut, dort noch mehr nach Erdöl, noch Erdgas zu bohren, weil da gibt es wie in der Nordsee viel Erdöl und Erdgas. Nur 13% des Erdöls fördern die Griechen im Augenblick selber. Von diesen Aufnahmen, wo Gas aus dem Boden kommt, so Nahaufnahmen, gibt es unheimlich viele. In diesem Fall, nach einem Erdbeben, Sie sehen südöstlich von Milos, und das Meer kochte und 99 Gasfontänen stiegen auf und nach 3 Monaten waren es immer noch 60 auf einem Gebiet von 34 Quadratkilometern. Da gibt es genügend Beispiele für, das ist nur eines von vielen. Und hier auch Aufnahmen von Gasausbrüchen am Meeresgrund und rechts ganz aktiver Gasausbruch, den man auch mal durch so Nahaufnahmen dargestellt hat. Es gibt viele Löcher auf dieser Erde und man glaubt es gar nicht. Als ich das Buch geschrieben habe, sagte man, 1100 Schlammvulkane gibt es auf der Welt. Inzwischen habe ich gelesen, 1600, und am Meeresgrund sollen noch unendlich viele sein. Das ist hier ein Schlammvulkan, der liegt nördlich von Norwegen in der Barentssee. Das ist ein riesengroßes Loch im Boden, es sind 1270 Meter Meerestiefe. Der hat 950 Meter Durchmesser. Da kommt ständig Methan raus. Ein Teil davon wird von Mikroben gefressen und ein ganzer Rest geht ins Meerwasser und auch in die Atmosphäre. Bloß diese Methanmengen sind in keiner Klimageschichte irgendwo erfasst, sondern dagegen hilft man sich damit, dass die Kühe ja pupsen oder wie sagt man dazu, und dann Methan ausströmen, was natürlich überhaupt gar keinen Einfluss hat bei diesen ganzen Löchern, wo Methan herauskommt. Das hat man bis vor kurzer Zeit gar nicht gewusst. Man hat geglaubt, die Bakterien fressen alles weg. Seit kurzer Zeit weiß man erst, dass das nicht der Fall ist. Nun ist es so, dass aus allen Schlammvulkanen dieser Erde Methan rauskommt und auch Erdöl, und also Erdgas, Methan ist ja Erdgas quasi, die Gase rauskommen. Sie sehen hier einen aktiven Schlammvulkan. Der ist riesengroß. Und ich kann den Namen kaum aussprechen, Sidoria oder wie der heißt, sagen wir auf Java in Indonesien. Der ist ausgebrochen im Mai 2006. Und da sind bisher 150 Millionen Kubikmeter Schlamm ausgetreten. Der Vulkan, das ist ein Vulkan, also ein Schlammvulkan, der ist heute noch aktiv. Und es gibt neben der Hauptöffnung 150 weitere Öffnungen. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass in der Nähe nach Öl gebohrt wurde, Druckentlastung war und dann die ganze Sache ausgebrochen ist. Es gibt auch noch eine andere Vermutung, das wird aber die wahrscheinliche sein, oder wird hauptsächlich vermutet, und das stimmt auch so, weil dort Erdöl auch herausgekommen ist. Bei der Explosion, wie das zum ersten Mal sozusagen emporschoss, dann waren die Schlammfontänen, Sie können es lesen, 50 Meter hoch und hatte eine Temperatur von ungefähr 100 Grad. Ganze Dörfer sind da untergegangen. Es riecht nach faulen Eiern, Methan bzw. Schwefel, Wasserstoff und so weiter. Das ist wie bei diesen heißen Quellen. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Man hat eine Betonmauer gebaut, das hat alles nichts geholfen. Und Sie sehen, ganze Dörfer sind da untergegangen und gehen immer noch unter. Der Schlamm ist nicht stoppbar zurzeit. Und Schlammvulkane gibt es auf der Welt. Hier ist mal eine Karte bei diesem sogenannten Faltengürtel, wo auch die ganzen Erdbeben und so weiter auftreten oder tektonische Ereignisse. Dort gibt es die größten Schlammvulkane und der größte liegt links in der Karibik
auf Trinidad und hat einen Durchmesser von sage und schreibe 8 Kilometer. Aus diesen ganzen Löchern kommt ständig Methan heraus. Als man mal unvorsichtig war, hat sich in Russland einer angezündet, so ein Schlammvulkan, und es kam eine Stichflamme rauf, gibt es ein Foto von 2 Kilometern Höhe. Da ist so viel Gas verbrannt, da könnte man die Weltbevölkerung wahrscheinlich etliche Zeit mit speisen. Das Methan kommt überall aus dem Boden, in der Nordsee zum Beispiel. Also nicht überall, sondern an bestimmten Stellen, aber überall an bestimmten Stellen auf der ganzen Welt. Sie sehen hier eine Bohrplattform an der Nordsee und daneben eine Ausgase, eine riesengroße Ausgase. Und dann war im Jahre 1990, ist ja damals mal, wer sich noch erinnert, eine Bohrplattform ist dort explodiert. Und jetzt hat man 2007 hat man ein U-Boot darunter geschickt, ein Forschungsboot, hat mal geguckt, was ist denn da unten. Es war noch ein Loch da, aber darum sogenannte Entlastungslöcher. Und da quillt jetzt immer noch heute, quillt da sozusagen Methan aus diesem Loch heraus. Und ich habe das mal irgendwann ausgerechnet, hier steht es ja, bis 2009, rechnerisch habe ich mal ausgerechnet, 200 Millionen Tonnen Gas sind aus diesem relativ kleinen Loch gekommen. Was kommt aus den ganzen anderen Löchern denn überall noch raus an Gas? Es ist unglaublich, dieses Gas wird praktisch auch nicht genutzt. Sie können ja Methan weder riechen, schmecken noch sehen. Keiner registriert, dass denn ein Gasausbruch ist oder so, weil sie können es nicht sehen. Ein schönes Bild ist hier zum Beispiel, man hat die Nordsee denn gescannt und in einem so einem Trichter, wo das Gas ausgast, steckte ein Frachter hier von Anfang des 20. Jahrhunderts drin. Der ist einfach untergegangen. Das passiert natürlich, wenn im Meer oder auch bei Flugzeugen, wenn dort Erdgas rauskommt, beziehungsweise Methan, gibt es keinen Auftrieb mehr. Beispiel Bermuda-Dreieck. Wird sicherlich so sein, dort ist Methan Eis am Meeresgrund. Methan kommt raus und unter einem gewissen Druckverhältnis wird es direkt zu Eis. Schwimmt dieses auf oder wird überhaupt eine Gasfontäne, schießt mal durch das Wasser durch in die Atmosphäre, dann hat ein Flugzeug keine Tragfähigkeit mehr, ein Schiff schon mal gar nicht. Es gibt Fotos, wenn wenig Gas kommt, dass sie einfach absinken. Kommt viel Gas, gehen die unter. Das ist jetzt mal ein Beispiel für so einen Frachter, der durch so ein Gasdings, das hat man aber erst vor kurzer Zeit entdeckt. Und ich war dann bei Halifax und dort sind vor New York sind 3 Flugzeuge abgestürzt. Es gibt Leute, das ist nicht meine Idee gewesen, aber Leute, die vermutet haben, die auch Ahnung haben, sage ich jetzt mal Geophysiker, die gesagt haben, es könnte sich um Methan gehandelt haben, weil keine Tragfähigkeit mehr da ist. Denn wenn da genug Methan da ist, stürzt das Flugzeug unweigerlich ab. Sie haben keine Chance. Immer, ich fliege oft nach Amerika, immer wenn ich vor Neufundland bin und vor Florida, also Bermuda-Dreieck ein bisschen, dann ruppelt das, sonst ruhig, dann ruppelt das Flugzeug immer. Kann man sagen, Luftlöcher oder was weiß ich. Meines Erachtens Erdgas, keine Tragfähigkeit und das Flugzeug fängt an zu vibrieren und so weiter. Das ist sicherlich den Ausgasungen zu verlangen, dass an bestimmten Stellen dieser Welt ist das eben vermehrt der Fall. Und das ist hier auch. Da sehen Sie mich da vor diesen Gedenkstein stehen. Und hier ist der Absturz dieser Maschine, die ist plötzlich abgeschmiert. Soll jetzt heute offizielle Ursache ein Kurzschluss sein. Man hat aber die Ursache des Kurzschlusses nicht gefunden. Kann also sein, dass sich Gase entzündet haben. Wäre dafür eine Möglichkeit. Und dann ein bisschen Elektrizität dabei. Und der Kapitän hat noch gesagt, oh Gott, was ist das? Was ist das? Gott stehe uns bei und so weiter. Die wussten, die Leute waren hilflos. Die Maschine ist gnadenlos abgeschmiert. Dasselbe. Ich habe viele Zuschriften bekommen. Dasselbe könnte bei dem Fluch von Brasilien vor wenigen Jahren nach Frankreich gewesen sein oder auch die letzte, die Malaysian Airways, wäre eine Möglichkeit, wie so ein Flugzeug überhaupt verschwinden kann, rein theoretisch, Gasausbruch. Wenn Gas ausbricht, dann ist da ein Loch. Man weiß aber, wenn das Gas raus ist, fällt das wieder in sich zusammen, da ist kein Loch mehr. Die Topografie ist anders, ein Berg ist da oder das ist ganz anders, es ist eine Untiefe da, aber es ist kein Loch mehr da. Sie sehen danach den Krater normalerweise nicht mehr. Ob das so ist, weiß ich nicht. Die Möglichkeit, sollte man mal in Betracht ziehen, wird heutzutage nicht in Betracht gezogen. Aber da haben schon andere Leute darauf hingewiesen. Sehen wir uns nochmal eben die Karte an der Nordsee. Sie sehen links England und rechts die ganzen Punkte sind Stellen, wo Erdgas aus dem heutzutage ständig aus dem Boden kommt.
Das sind sogenannte Pockmarks. Ich habe Ihnen jetzt links nochmal das Schiff, das untergegangene Schiff dargestellt. Und ein so ein Punkt entspricht, praktisch dieser Trichter entspricht einem schwarzen Punkt auf der Fläche rechts. Das ist eine Fläche von realistisch nachgezeichnet von 3 mal 9 Kilometer. Und jeder Punkt, der da ist, ist so ein Krater. So ist die ganze Nordsee übersät von Methankratern. Ich erinnere mich ja noch an den englischen Premierminister, glaube ich, war das, der irgendwo, wie ich jung war, erzählt hat, er würde jede Tasse Erdöl trinken, die jemals in der Nordsee gefördert wurde und hat damit verhindert, dass gefördert wurde erstmal. Naja, Prost Mahlzeit, würde ich fast sagen. Also, da hat ja viel zu tun. Ein Schnitt links durch diese ganzen Pockmarks, sagt man dazu in der Wissenschaft, durch diese ganzen Krater. Sie sehen, wie gasgefüllte Sedimente dort sind und auf sich zwei vereinigen. Das oben sind auch Bilder vom Nordseeboden. So sehen teilweise Krater aus. Wenn viel Wellenbewegung ist, werden die praktisch ein bisschen oval. Ansonsten kommen die senkrecht raus. Und ich habe jetzt mal zum Vergleich unten Bilder von Apollo-Mission mitgebracht. Die sind von der Mondoberfläche. Gibt es Gas auf dem Mond? Jetzt nochmal die Nordsee. Sie sehen links einen Krater und davon abgehend immer so eine linienförmigen, auch kleine Trichter, Pockmarks. Das ist so, wo dünne Verwerfungen sind in der Erdkruste, die aufgebrochen ist. Dann wird entlang dieser Verwerfung kommen die ganzen Gase nach und nach hoch und an einer Hauptstelle und da, wo das aufbricht, kommt das auch hoch. Deswegen gibt es diese linienförmigen Erscheinungen. Das ist eine Originalaufnahme von der Nordsee. Jetzt habe ich Ihnen diese Aufnahme verkleinert und habe Ihnen dahinter gelegt eine Aufnahme von der Oberfläche des Merkur. Wenn Sie genau hingucken, mal gucken, ob ich das mit dem Pointer kann, da den Trichter und dann weggehen auch diese Linien. Überall haben Sie diese Trichter mit den Linien, auch auf anderen Planeten und Monden. Das heißt, kommen nicht hier auch Gase raus? Sind überhaupt auf dem Planeten alles Einschlagkrater? Ich habe da bis vor kurzer Zeit selber dran geglaubt. Aufgrund der Ausgasungstheorie sind eigentlich viele, die meisten sogar in meinen Augen oder die allermeisten Ausgasungskrater, keine Einschlagkrater. Wir kommen da gleich noch zu. Ich werde das gleich noch begründen. Sie sehen jetzt noch mal links oben die Nordsee, rechts den Mars, rechts den Merkur und unten auf einer Nahaufnahme vom Mars. Da gibt es auch diese kettenförmigen Löcher. Hat schon zu Irritationen geführt, dass irgendwelche Leute geschrieben haben, ja, da sind irgendwelche Leute, die haben da Löcher gemacht und frühere Bewohner des Mars und so. Das stimmt alles sicherlich nicht. Von diesen Aufnahmen gibt es unzähliges, nur ein Beispiel. Erdöl wird gefördert auch bei uns, oft entlang von Linien. Sie sehen hier ein Erdölfeld in Kansas, da ist eine Schwachzone. Und entlang der Schwachzone wird praktisch, Bruchzone wird Öl und Gas gefördert. Auch diese Erscheinung haben wir bei uns auf der Erde, wenn man genau hinguckt. Und deswegen stehen auch diese Bohrtürme da oder diese Nipper da in Reihe und Glied. Wir gucken uns jetzt nochmal den Merkur unten rechts an. Und das gilt als hier unten als Einschlagkrater da hinten. Mal gucken, ob ich mit dem Pointer da hinkomme. Da unten, das gilt als Einschlagkrater. Und rundherum sind auch viele, viele Krater. Genau das passiert, wenn Erdgas ausgast, dann kommt ein Hauptkrater, der wird praktisch zubetoniert durch entstehende Carbonate und darum kommen Entlastungslöcher. Und genau das hat man auch an der Nordsee festgestellt. Das mittlere war das ursprüngliche Loch zum Beispiel, oben. Und wenn das zu ist, dann sozusagen öffnen sich darum mehrere Nebenkrater. Und genauso sieht das hier auf dem Merkur und auch auf anderen Planeten aus. Auf dem Mars sollen denn eben riesengroße Schlammfontänen sein. Das ist eine Zeichnung der NASA. Die haben denn zig Meter hohe Schlammfontänen, sollen vor allen Dingen auf der Südhälfte kommen. Man muss fragen, woher kommt der Druck, woher kommt das eigentlich alles? Wenn der Mars so alt sein soll, wie er ist, wie die Erde, 4,6 Milliarden Jahre vielleicht, wenn das so sein sollte, müsste die Erdkruste oder die Marskruste im chemischen Gleichgewicht sein und es dürfte sowas gar nicht passieren. Sie ist aber nicht im chemischen Gleichgewicht. Das heißt, da ist viel Aktivität drin. Wenn sowas ausbricht wie Vulkane, passiert immer Folgendes. Sie sehen immer Wasser, Sie sehen Lava, also Wolken, weiße mit Wasserdampf und Sie sehen wie links schwarze. Das zeugt von einer unvollständigen Verbrennung.
Wieso überhaupt explodiert ein Vulkan? Dann sagt man, letztens in der Tagesschau gelesen, gehört, er hat explosive Lava. Sie können mir das im Experiment mal zeigen. Lava ist niemals explosiv. Lava läuft da vor sich hin, da ist nichts Explosives dran. Man braucht einen Zünder. Wenn also eine Lava aus 100 Kilometer Tiefe durch den Schlot, oder noch tiefer durch den Schlot hochkommen sollte, jeder, der technisches Verständnis hat, wird mir zugestehen, dass die Lava den eigentlich zuvulkanisieren müsste. Durch die Kälte des umgebenden Gesteins geht der ein paar Meter hoch und hört dann auf. Man kann durch Lavaröhren gehen. Ich war auf Galapagos, bin durch Lavaröhren gegangen. Die hören nach einer gewissen Zeit auf, weil die erkalten. Genauso müssten die vulkanisiert werden. Warum sind Vulkane aktiv? Wegen den Gasen, die da hochkommen. Methan schießt da rein. Es können auch theoretisch Kohlendioxid sein und Gase schießen da rein und erzeugen praktisch den Ausbruch, also das Hochfördern der Lava. Dann passiert Folgendes. Ich sage immer, ich habe bei mir auf der Homepage dann so ein Bild, der Ätna bricht auf, alles ist schön, keiner achtet auf die schwarzen Wolken da zum Beispiel und einmal kommt erstmal Wasser aus dem Vulkan. Lava, 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 Fragezeichen für Geophysiker, Wasser. Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Was passiert? Es ist ganz einfach so, Methan kommt aus dem Boden und wird durch den Sauerstoff oxidiert. Und wenn das passiert, entsteht daraus Kohlendioxid, das misst man auch bei Vulkanen, und Wasser. Das Wunder, wieso Wasser kommt, ist damit durch das Methan leicht zu erklären. Aus Methan entsteht Kohlendioxid und Wasser. Und deswegen hat man oft Schlammfluten am Ende der Vulkanausbrüche. Geophysiker haben dafür keine Erklärung. Und die schwarzen Wolken kommen denn daher, dass eine unvollständige Verbrennung, also Oxidation des Methans passiert und dann entsteht sowas wie Ruß. Und dann haben wir die schwarzen Wolken im Gegensatz zu den Wasserdampfwolken. So eine Strukturen, also wo Wasser Pockmarks ausgast, sehen Sie links oben auch das aufgenommen in Deutschland. Da sind oft so Trichter, die werden irgendwie auch manchmal so Hexentrichter oder irgendwie genannt. Und das sind meistens Ausgasungstrichter oder auch andere Formationen, die auf Gas zurückzuführen sind, ohne die weiter zu erläutern. Nehmen wir so einen Krater jetzt mal auf dem Mars. Das ist der berühmte Victoria-Krater und gilt als Einschlagkrater. Da soll was eingeschlagen sein. Wenn wir da mal ganz genau hingucken, sehen wir oben links dunkle Fahnen. Und wir sehen sogar im Inneren jetzt sieht man es besser, Wasser. Man sieht, wie das Wasser wieder zurückgelaufen ist. Wenn wir jetzt einen Gasausbruch haben, passiert genau das, was ich eben sagte. Aus den Gesteinen und so weiter gibt es auch Sauerstoff auf dem Mars, dann wird das oxidiert. Dadurch entsteht Kohlendioxid auf dem Mars, dadurch entsteht Wasser und dieses Wasser sammelt sich dann in dem Becken. Es schließt sich wieder der ganze Krater und es bleibt etwas Wasser zurück, das aus den Rändern herunterfließt. Und so kann ich das erklären. So kann ich auch erklären, dass auf dem Mars Wasser gelaufen ist. Da war sicherlich kein Ozean von 1 Kilometer Tiefe, sondern das Wasser läuft durch diese Oxidation die Berghänge hinunter. Das ist die vernünftige Erklärung in meinen Augen für diese ganzen Wasserlaufrinnen, denn bis vor 10 Jahren hat man behauptet, auf dem Mars gibt es gar kein Wasser. Man hat auch behauptet, auf dem Mars gibt es kein Methan. Vor 7 und 8 Jahren hat man den Methan auf dem Mars entdeckt und dann hat die NASA was gemacht? Eine Nachrichtensperre, weil man keine Erklärung dafür hat. Nachgewiesen ist, dass es genug Methan auf dem Mars gibt. Sie sehen hier nochmal eine Victoria-Krater und Sie sehen, wie rundherum praktisch etwas aus dem Krater sozusagen ausgeworfen worden ist, aber niemals ist da irgendwas eingeschlagen. Hier sehen Sie ein typisches Einschlagloch, habe ich mal rausgezeichnet. Wenn was einschlägt, entsteht meistens ein Zentralberg, sagt man in der Mitte, und das Material wird ausgeworfen. Sie sehen aber hier kein Material, das ausgeworfen ist. Sie sehen Gase, Sie sehen Wasser und sonst auch im Prinzip nichts. Und die Astronomen beziffern das Alter eines Himmelskörpers anhand der Einschlagkrater. Auch eine Sache, die man dann sozusagen gleich mal hinterfragen kann. Wie alt sind die Sachen denn wirklich? Jetzt nochmal ein Bild vom Mars. Und Sie sehen typische, sozusagen, ich sage jetzt mal, Fahnen, die durch den Ausgangsprozess oder durch den entstehenden Wasserdampf sozusagen entstanden ist. Die Erdkruste und vor allem auch die Marskruste ist nicht im chemischen Gleichgewicht, müsste aber sein. 4,6 Milliarden Jahren. Sie sehen hier noch weitere Tiefe, unten wieder der Victoria-Krater, oben sehen Sie andere runde Löcher, die gibt es zuhauf auf dem Mars, wenn Sie die Bilder mal alle genau gucken. Wie entstehen die? Also
Ich habe einen Freund, der sagt, ja, da waren, wie gesagt, irgendwelche Lebewesen vorher vor uns da, die haben da so eine Bergwerke gemacht und so weiter. So kann man auch argumentieren, aber die richtige Sache sind Ausgasungsröhren. Auch eine Aufnahme vom Mars. Ist unglaublich. Wird diskutiert im Internet über Wälder auf dem Mars. Ich sage, das sind keine Wälder. Das sind Ausgasungen. Das sind auf der Erde, würde man sagen, sogenannte Drumlins. Das sind also Hügel, der wird durch den Gasaustritt aufgeworfen. Im Inneren haben die dann meistens so eine sedimentgeschichtete Struktur. Und was wir da als Bäume sehen, das sind ganz meines Erachtens von den Ausgasungen, also einmal Strukturen, die dann einfach übrig bleiben durch die unvollständige Verbrennung, die da praktisch existiert. So könnte man das erklären. Keine Bäume auf dem Mars, sondern Kohlenstoff. Kohlenstoff ist eben überall auf dem Mars vorhanden. Sehen wir nochmal die Wälder ein bisschen näher. Und bei uns gibt es überall die Drumlins. Ja, manche Städte sind so auf so einen Drumlins errichtet wie hier. Und das ist genau, was wir vorhin hatten, ein Loch, da kommt Gas raus. Und dann, wenn das zu betoniert ist sozusagen durch die chemischen Vorgänge, entstehen Entlastungslöcher und da kommt auch eben Strukturen aus dem Boden. Diese Drumlins sind, wie gesagt, geschichtet. Und das ist dieselbe Vorgehensweise. Gasaustritt aus dem Boden. Und ich habe Ihnen nochmal im Verhältnis dazu von der Nordsee unten das Bild gemacht, wo wirklich denn die Löcher rundherum entstehen. In Indonesien ist es bekannt, da sind Reisfelder, sind diese Drumlins, da drauf sind die Bauwerke gebaut. Wir kennen das praktisch auf der ganzen Welt. Im Norden gibt es denn auch Ausgasungskrater, offiziell nicht anerkannt, aber das sind die sogenannten Pingos, gibt es genug Filme drüber. Keiner weiß, wie das entsteht, denn dort oben ist meistens Wasser drin. Das Wasser entsteht natürlich, wenn das Gas rauskommt, wird oxidiert, dann entsteht Kohlendioxid, den sehe ich nicht mehr und übrig bleibt dann das Wasser da oben. Wissenschaft, die Geologie, Geophysik hat da abenteuerliche Erklärungen. Da möchte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen, sondern ich möchte Ihnen nur sagen, wie es richtig sein kann. Und Sie sehen hier mal einen Schnitt durch so ein Pingo und dann ist da Eis drin. Und das ist genau das Rätsel. Wieso ist da ein Eiskern drin? Und dieser Eiskern ist das Rätsel. Aber es gibt einen sogenannten Effekt, den Joule-Thomson-Effekt, da komme ich gleich zu, warum dieses vereist. Und zwar haben wir den hier, das ist ein sogenannter adiabatischer Effekt. Das ist, wenn das Erdgas oder das Methan durch dünne Spalten durch die Erde durchsickert und auf die große Lufthülle sozusagen trifft, wird es entspannt. Die Moleküle sind zusammengepresst und haben größere Abstände. Dadurch entsteht Folgendes, eine drastische Abkühlung oder sogar Vereisung. Das Problem kennt man, wenn man Pipelines hat und am Ende müssen die durch so eine Düsen und weiß ich alles, das alles vereist, weil das alles dünner ist als die Gasleitung. Das ist ein echtes Problem. Man muss diese Teile alle heizen, damit die nicht vereisen. Das ist genau dieser Effekt. Da hat mich ein Professor für Geophysik von der TU Berlin, ein Freund von mir, darauf aufmerksam gemacht. Durch diesen diabatischen Effekt wird praktisch im Pingo, wie wir gerade hatten, das Eis quasi denn erzeugt. Durch Entspannung. Überall haben wir Kohlenwasserstoffe. Die quellen also nicht nur bei uns aus dem Boden, Methan vor allen Dingen, sondern zum Beispiel auch dem Saturnmond Titan. Der Titan ist erdähnlich angeblich, hat Wolken, Flüsse und Seen. Die bestehen aber allesamt aus Ether oder sogar aus dem höherwertigen Kohlenwasserstoff Ether. Und bei uns sollen alles Kohlenwasserstoffe praktisch, sollen alle biologisch entstanden sein. Dann frage ich, wie Wolken, Flüsse und Seen auf dem Titan entstanden sind. Natürlich nicht biologisch. Abiogen, wie wir sagen, im Internet finden Sie auch das Wort abiotisch, was meines Erachtens nicht richtig ist. Also von früher auch von immer heißt es abiogen. Biogen ist biologisch, abiogen heißt eben nicht biologisch. Sie haben überall im Universum diese Sachen, sie haben Ausbrüche, das hat man früher nicht gedacht. Bis vor 10 Jahren gesagt, die sind alle tot, diese Himmelskörper. Nein, überall Vulkanismen, überall, Sie lesen es immer wieder, jetzt immer mehr Gasausbrüche, Gas jetzt, manchmal 10 Stück aus dem kleinen Himmelskörper heraus, gleichzeitig 100 Kilometer lang. Ist unglaublich. Ich habe Ihnen mal hier, rechts ist unten ein Bild noch von der NASA, wie da ist man durchgeflogen, da war angeblich Wasserdampf und so weiter und ich habe diese Bilder mal oben falschfarbenmäßig dargestellt, da sehen Sie, dass da energetisch überhaupt was abgeht bei dem Teil. Das ist nicht nur, dass da irgendwas ein bisschen rauskommt. Da ist irgendwas energetisch los. Das ist denn auch ein NASA-Bild, wie das Gas da und alles da rauskommt. Und auch auf unserem toten Mond
haben wir inzwischen früher verlacht, gab es Bücher drüber, gibt es genug Erscheinungen mit Leuchterscheinungen hier von der NASA festgestellt, die früher wirklich verlacht worden sind. Und ich habe den mal mir mühsam rausgesucht von der Apollo-Film, praktisch Dokumentation, oben diese Wolken oder auch Ausgasung auf dem Mond unten. Es gibt auf dem Mond inzwischen, glaube ich, 80 Stellen, die anerkannt ausgasen. Nicht überall, sondern punktuell, wie wir es eben schon hatten. Was solche Gase oder energetischen Sachen vielleicht auch bewirken können, sehen Sie vielleicht bei der sogenannten Schlacht um Los Angeles 1942. Die ist hier dargestellt, künstlerisch. Man glaubte, Japan greift Los Angeles an. Man hat den Flugzeug hochgeschickt, Flakabwehr und so weiter. Es ist ein Haufen Munition verschossen worden. Und was hat man herausgekriegt? Ergebnis 0,00. Es waren nur Leuchterscheinungen. Nichts anderes. Es waren keine Flugzeuge da. Dieses Bild, das sind, ist von der Zeitung aus Los Angeles übernommen. Das sind einfach Leuchterscheinungen. Dasselbe sehen Sie in Texas. Weil in Texas, da gibt es ganze Felder, wo viele Kohlenwasserstoffe sind, also Erdgas und Erdöl. Und dort können Sie nachts hingehen und dann sagen manche Leute, das sind alles UFOs. Ich bin nicht gegen UFOs grundsätzlich, aber sagen wir mal, die sind zum Teil doch, zum großen Teil natürlich zu erklären. Und Sie sehen dort Lichter. Jeden Abend können Sie Lichter sehen. Die tanzen am Himmel und machen da, das sind Leuchterscheinungen, energetische Leuchterscheinungen, die auch mit den Ausgasungsprozessen zu tun haben. Das sehen Sie, finden Sie auf der ganzen Welt. Das Neueste, das finden Sie in meinem Buch nicht, weil es zu neu ist im Grunde, aber der, wo wir gerade waren, jetzt mit auf dem Komet, ich kann gar nicht aussprechen im Grunde, und Chury nennt man den in Kurzform. Und da hat man schon, bevor man hingekommen ist, war der Komet schon aktiv. Da sagt man ja, okay, an der Sonne kommt zur Sonne, wird aktiv, aber die Aktivität hörte wieder nach einiger Zeit auf. Also er hätte ja weiter, er nähert sich der Sonne, weiter hätte er aktiver sein müssen, war aber nicht der Fall. Und er schleudert, wissen wir jetzt, Wasser, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, aber auch Schwefelwasserstoff, Zyanwasserstoff und so weiter, sehen Sie, Methanol, Schwefeldioxid, alle möglichen Sachen da heraus. Dann frage ich mich, was hast du alles mit einer angeblichen schmutzigen Eiskugel zu tun? Wo kommen denn die ganzen Stoffe her? Die müssen doch irgendwie chemisch erzeugt werden. Sicherlich nicht vom Eis. Da ist im Grunde, in einem Komet ist mehr los als nur Eis. Und es riecht nach vollen Eiern, haben die Wissenschaftler gesagt. Da heißt also Schwefel, Wasserstoffe oder irgend sowas ist da auch mit zugange. Und man findet 50 bis 300 Meter große Trichter, die 200 Meter tief sein sollen. Da wird gesagt, das sind Einschlaglöcher. Wenn Einschlaglöcher wären, würden die so einen kleinen Komet zerstören. Ich habe Physik, also Festigkeitslehre und so weiter studiert lange Jahre. Also keiner kann das hinrechnen, das geht gar nicht. Der würde, wenn ich den da draufjagen würde, der würde pulverisiert. Das sind Ausgasungslöcher. Da kommt das ganze Gas raus. Und das andere große Rätsel ist auch, dass die ganzen Kometen schwarz wie Ruß sind. Es gibt kein Mineral, das so schwarz ist wie Ruß im Grunde, was da sein könnte. Ein großes Rätsel. Wir sagen, ja, da ist oben drauf, da drunter das Eis. Wie entsteht aber dieses schwarze Überzug? Und Sie sehen hier rechts Jury, dieser Komet, der jetzt besucht wird, der ist so schwarz, wie er schwarz ist, im Verhältnis gezeichnet zum Mond und links zur Erde. Die haben so gut wie keinen Rückstrahlwert. Das sehen Sie auch auf anderen Monden, da sind diese Überzüge, die sind meines Erachtens, wie ich schon sagte, Kalkspalt oder sowas ähnliches, und darunter sehen Sie den Ruß. Woher kommt der ganze Ruß? Die Erstaufnahme vom Komet Halley, einige Jahre her, und Sie sehen, der ist rahmschwarz. Der strahlt auch nicht, wie man glaubt, sondern nur an bestimmten Punkten. Das hat seinen Grund. Und wenn man den rechnerisch, den Materiefluss hochrechnen würde, in 30.000 Jahren nicht mehr existieren. Wieso sind Kometen angeblich so kurzfristige Objekte? Oder verlieren die gar nicht an Masse, sondern sind elektromagnetische Effekte, die zusammen mit Gas, sagen wir mal, diese Effekte erzeugen. Also der Kometenkopf war schwarz, da war man damals sehr überrascht. Und warum ist eine Kometenoberfläche ohne Leuchterscheinung, also wenn er nur fliegt, an der Oberfläche so warm, und zwar 250 Grad wärmer als das ihn umgebende, der umgebende Weltraum? Der ist 250 Grad wärmer. Woher kommt denn diese Wärme? Von einem Eisblock? Das geht doch sicherlich so nicht. So, kommen wir zurück zu Chury. Da haben die dann gesagt, ja, da verankern wir den. Der hat nur
umgerechnet auf die Erde 1 Gramm Anziehungskraft. Also wird der Narpune reingeschossen und dann ziehen wir uns langsam ran, haben wir auch kein Problem mit dem Aufprall und dann geht das alles wunderbar. Dann werden da Schrauben reingemacht, dann sitzt der und kann nicht mehr wegdriften. Da hatte man Angst vor. Was ist passiert? Der ist aufgeschlagen. Hier habe ich nochmal dokumentiert, ne? Kometen, da sollte Schrauben und Tarpunen, habe ich gerade gesagt. So, und er sollte angeblich den aufschlagen mit 100 Zentimeter pro Sekunde. Es waren aber nur 38. Und dann ist er gesprungen, aufgeprallt, gesprungen, der erste Sprung 110 Minuten lang. Der zweite Aufprall 3 Zentimeter pro Sekunde und nochmal 7 Minuten. Ich frage mich, warum ist der nicht bei 1 Gramm Anziehungskraft aufgeprallt und weg? Was man auch befürchtet hatte. Was ist da falsch an dem ganzen Gedankenmodell? Was ist überhaupt falsch an der Gravitation? So, hier nochmal, das Minerallabor wog also nur umgerechnet 1 Gramm und es geht also technisch nicht, man sollte da mal drüber nachdenken. Die Festigkeit des Kometen unter einer Staubschicht am Landeplatz ist überraschend hoch, hat man denn gesagt. Das hat man gar nicht mitgebracht. Das ist so knallhart, der Boden. Das ist wie, sag ich mal, wie Beton oder so. Hat man auch nicht mitgekriegt. Man hat mit einer meterdicken oder so Staubschicht gerechnet, wo man vielleicht sogar einsinkt. Zuvor hatte man hier, Tempel 1, hatte man einen kühlschrankgroßen Impaktor, also ein kühlschrankgroßes Teil aus Kupfer auf Tempel 1, also einen anderen Kometen, gelenkt. Man wollte gucken, was passiert, was wird da ausgeworfen, wie fest ist der. Es passierte ganz was anderes. Es passierte, dass hier Leuchterscheinungen waren, auch noch lange nachher. Und in diesen Wolken waren unter anderem dann Kohlenwasserstoffe und ganz andere Stoffe enthalten, wofür man gar keine Erklärung hat. Was ist hier passiert? Vielleicht mit Kupfer, wenn man an Kupfer denkt, vielleicht eine Art Kurzschluss. Vielleicht ist der elektrisch im Grunde aktiv, wie ich schon angedeutet habe, und das Kupfer hat so eine Art Kurzschluss erzeugt. Man hat also denn vorher Wasser, Kohlendioxid, Methanol und Cyanwasserstoff gemessen und danach, könnten Sie hier nachlesen, alle möglichen anderen Stoffe, auch Kohlenwasserstoffe, wofür man wirklich keine Erklärung hat. Ich habe hier auch dargestellt, dass durch die unvollständige Verbrennung denn dieser Gase, da habe ich eben schon erwähnt, im Grunde denn Kohlenmonoxid bzw. Kohlenstoff und Ruß existiert durch die unvollständige Verbrennung und deswegen sind die ganzen Kometen schwarz. Das bedeutet aber, dass da unheimlich viel Methan in diesem, wo kommt das Methan überhaupt daher? Oder ein anderer Fall war, dass hier die Helligkeit eines Kometen, der sich weit von der Sonne schon entfernt hat, mit einmal hell anfing zu leuchten. Grund, Expansionsgeschwindigkeit zeigt 1000 Kilometer pro Stunde, Grund unbekannt. Das sind elektrische oder elektromagnetische Phänomene, die hier zum Tragen kommen. Man hat ja so mal einen Kometen mal von der Erde aus gezeichnet, schon 1858, man sieht die ganzen Ringe da und diese ganzen Ringe deuten darauf hin, dass es eine Gasentladungsröhre gleichkommt, wenn man also eine Anode und Kathode hat, das haben wir im Schulunterricht irgendwann mal gehabt, dann entspricht diese Schichtung genau dem, der vor den Kometen und vor der Sonne, quasi kommt noch zu der Sonne, existiert. Genau diese Abwechslung hellen und dunklen Schichten sind auch experimentell im Physik, also Labor sozusagen, nachzuvollziehen. Das heißt, hier fließt wahrscheinlich vielleicht elektrischer Strom. Unsere Klimaleute sagen immer nur, die Energie, die wir sehen, variiert nur gering, deswegen kein Einfluss. Aber der größte Teil der Energie, der von der Sonne kommt, ist ja gar nicht sichtbar. Im Infrarotbereich und so weiter. Der größte Teil ist im unsichtbaren Bereich. Hier nochmal kurz der Komet Halley links. Sie sehen die hellen Stellen. Und das könnten denn superleitende Stellen zum Beispiel sein. Und Sie sehen hier einen Körper, der mal aus Komet auseinandergebrochen ist. Der war nach dem Auseinanderbrechen 250 Mal heller als vorher. Und sogar die Teile von dem, wie Sie sehen, haben dann noch geleuchtet. Erklärung der Astronomen und einer der bekanntesten Astronomen in Deutschland ist ein Freund von mir. Erklärung keiner. So funktioniert es denn im Schulunterricht. Ich habe ein Buch von, glaube ich, 1924 ist das, experimentelle Physik. Da können Sie genau sehen, von der Anode rechts
der Sonne zum Beispiel nach links, wie Helligkeitsverteilung sein können, da die Abstände der Planeten zur Sonne riesengroß ist, ist natürlich die Ausstrahlung des Lichtes relativ gering, so wie im ganz oberen Bild. Je nachdem, wie Sie das verändern, kriegen Sie auch solche Strukturen wie unten. Das erinnert ja direkt an die Saturnringe im Grunde, die da mysteriös diese einzelnen Planeten, die Ringplaneten sozusagen umhüllen. Wenn man die genau anguckt, dann entstehen solche Strukturen. Solche gleichmäßigen Strukturen sind mit Gravitation oder wie die auch alle von Astronomen erklärt werden, nicht zu erklären. Wir können das auch nicht hinrechnen oder so. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass, wie wir sagten, elektrischer Strom fließt, und zwar von der Sonne zu dem Planeten und hier elektrostatische Phänomene erzeugt. Und die sind dann lange stabil. Wären die Ringe gravitationsmäßig entstanden, dann wären die relativ kurzlebiger Natur. Sind die aber elektrostatischer Natur, dann dauert es lange. Der eben schon erwähnte Professor, theoretische Physiker von Braunschweig, hat mich dann angerufen und hat gesagt, hören Sie mal, was Sie da sagen, Ganze hier, das mit der Elektrik und so, elektrische Wechselwirkung, das habe ich als junger Professor auch gedacht. Bloß alle anderen haben zu mir gesagt, das kann gar nicht sein, also Gravitation. Und er sagte, vielleicht haben Sie doch recht, vielleicht ist da was dran. Und Sie sehen, die Strukturen gehen mit Gravitation nicht. Das kann man nur verbal beibringen, aber nicht beweisen. Wie in der Gasröhre im Physikunterricht, wie entsteht die Übertragung von der Sonne zur Erde und zu anderen Planeten? Ganz einfach durch das Plasma. Wir haben ja immer gesagt, irgendwie muss das Weltall gefüllt sein, weil es ja sonst kein Licht auf die Erde bringen kann. Also das ist ja ein Vakuum und man hat da ja auch nichts. Und deswegen könnte theoretisch auch nichts übertragen werden. Aber wir haben das Plasma. Das ist eine junge Erkenntnis, ein paar Jahre nur alt. 99% des Universums bestehen aus Plasma. Und darüber wird praktisch die ganze Energie übertragen. Obwohl das Plasma selber quasi neutral ist. Sie sehen die Aggregatzustände. Wir kennen fest, flüssig und gasförmig. Der vierte Aggregatzustand wird nicht genannt, ist aber bekannt, das ist Plasma. Und zwar, wenn man die Sache noch über den Siedepunkt weiter erhitzt, kriegt man Plasma. Wir haben an der Kerze auch Plasma. Sie haben überall Plasma. Das weiß man heute. Also wir sind praktisch mit Plasma umhüllt und umgeben. Und so passiert das denn auch bei der Sonne. Sie haben eben gesehen, dass die Leuchterscheinungen vor der Elektrode, Anode geschichtet sind. Genau das haben Sie bei der Sonne. Die Sonnenoberfläche ist nur 5500 Grad warm. Im Innern soll die Sonne 16,4 oder 5 Millionen Grad heiß sein. Dann frage ich doch als normal denkender Mensch, warum ist die Sonne denn an der Oberfläche nicht auch so heiß? Die müsste doch sozusagen durch und durch denn heiß sein. Nein, nur 5500 Grad. Wirklich heiß ist die Sonne, Sie sehen es oben, im äußeren Strahlenkranz mit 1 Million Grad außerhalb der Sonne. Das entspricht der Elektronenröhre. Wenn Sie eine Anode haben, sind die heißen Phasen außen vor der Anode. Dasselbe haben Sie also auch bei Neonröhren und so. Das ist dasselbe Prinzip. Und ähnlich funktioniert das mit Strom quasi im Weltall. Da ist nochmal dieser Aufbau der Anode in der Entladungsröhre, da ist genau dasselbe. Das nur zum Planet, zu einem Crashkurs. So, und wenn wir dabei sind, stimmt ja der innere Aufbau der ganzen Planeten vielleicht auch gar nicht. Denn wenn das so ist, was ich jetzt sage, dann ist die Sonne relativ kalt. Weil die Elektrizität arbeitet dort und wir können davon ausgehen, dass die Erde wie bei der Anode-Kathode in der Entladungsröhre kalt ist. Auch in der Neonröhre ist die Anode-Kathode kalt, dazwischen ist es hell. Man vermutet denn auch, dass die anderen schon, jetzt vermutet man, die Astronomen vermuten, dass die anderen sogenannten Gasplaneten, alle einen metallischen Wasserstoffkern haben. Jetzt frage ich mich schon mal, ich bin für einfache Lösungen, frage ich mich schon mal, warum haben nicht alle schon mal denselben inneren Aufbau? Warum gibt es innere und äußere Planeten? Und wenn man das so vermutet, dann sage ich doch mal, die Erdinnere besteht nämlich auch wie eine Elektronenröhre, auch aus einem kalten Material. Also sollte im Inneren der Erde auch metallischer Wasserstoff sein. Lesen Sie jetzt mal Wikipedia, Erdaufbau, steht da heißer Erdkern, mehrere tausend Grad heiß, alternativ metallischer Wasserstoff. Aber wir glauben an den heißen Erdkern.
Die zweite Möglichkeit besteht, wird aber nie transportiert, also nie dargelegt. Also wenn das aber Wasserstoff ist, geht das Ganze, haben wir genau die Entladungsröhre aus dem Physikunterricht. Und so sieht denn auch die Sonne aus, aber auch die Erde. Warum sind die immer rund? Die müssen rund sein, weil innere und äußere Kräfte, haben früher im Statik gelernt, im Gleichgewicht sein müssen. Und das kann nur in Form der Kugel geschehen. Nicht im Viereck, nicht im Oktaeder oder was weiß ich was. Nur in dieser runden Form sind innere und äußere Kräfte im Gleichgewicht. Und deswegen gibt es auch runde Formen. Und das ist kein Zufall in dem Sinne. Deshalb beeinflusst die Erde, die Sonne auch die Erde mit dem Klima. Wir sehen hier die Sonnenflecken, Messen der Sonnenflecken. Und die kälteste Zeitperiode war damals im Mauna Minimum, so vor 1700. Dort ist ein Großteil der Bevölkerung in Europa an Kältetod gestorben. Und danach ging die Temperatur sprungartig in die Höhe, laut mittelenglischer Temperaturreihe von 1700 bis 1740 um 1,8 Grad in nur 40 Jahren, gemessen damals in Mittelengland. Es gibt auch andere Geschichten. Ne? Ich komme aus Köln, kölsche Chroniken. Ich weiß nicht, im Jahr 1200x war der Rhein ausgetrocknet. Oder man sagte, man hatte Frost und Schnee im Sommer und zu Weihnachten blühten die Kirschbäume. Da sagte man damals, die Jahreszeiten hätten gewechselt. Das ist ein paar 800 Jahre her. Aber Sie sehen, wie das Klima wechselhaft ist. Sie sehen hier, wie die Sonne praktisch die Erde durch die Energie beeinflusst. Und auch, dass das Kohlendioxid eben nicht so ist, wie man uns erzählt, sehen Sie hier. Sie sehen unten die Kurve, die gestrichelte, die geht rechts hoch. Da steht rechts oben 380 ppm, also Teile pro Million. Und das ist der Stand eigentlich heute. Aber es gibt 390 Untersuchungen seit dem Jahr 1800, die genau belegen, dass im vorigen Jahrhundert, das ist die schwarze Kurve oben, der Kohlendioxidgehalt der Luft wesentlich höher gelegen hat als heutzutage. Die belegen das. Unser Klimarat hat von den 390 Untersuchungen nur 10 Stück berücksichtigt und davon 3 ausgewählt, 2 als falsch verworfen und basiert letztendlich, glaube ich, nur noch auf einer Annahme, auf einer Kurve, einer Untersuchung von 390. Das ist alles nicht richtig. Die Erde, die Sonne beeinflusst also die Erde, wie entsteht Erdöl. Und wenn wir jetzt sehen, äußerer, innerer Kern ist der nicht heiß, sondern der besteht aus metallischem Wasserstoff. Davon bin ich fest überzeugt, zu 99,99 Periode 9. Und das soll ich mal nie sagen. Aber dann lässt sich auch zum Beispiel die nie diskutierte sogenannte D2 gestrichene Schicht oben links hier erklären. Diese hier, D2 gestrichen. Mysterium für Geophysiker. Warum? Die liegt auf dem äußeren Kern, da soll ja auch, weiß ich, 6000 Grad heiß sein. Glaube ich jedenfalls. Und jetzt liegt darauf eine unterschiedlich dicke, 200 Kilometer dicke Schicht, die nach geophysikalischen Messungen kalt ist. Jetzt frage ich mich doch, was macht eine kalte Schicht auf einer unheimlich heißen Schicht? Warum ist denn nicht der Kern auch kalt? Der Kern ist kalt. Was passiert? Also ich habe so ein Buch, ein nettes Buch, kriegt man heute nicht mehr, Plasmaphysik im Sonnensystem. Da steht genau drin in diesem Fachbuch von Experten geschrieben, was passiert. Der Strom der Sonne oder von mir aus besser gesagt die Energie der Sonne geht durch einen Pol, der der Sonne am nächsten geneigt ist, sagen wir Nordpol, rein und kommt im Südpol wieder raus. Schreiben die. Glaube ich 100% ist auch so. Und wenn jetzt metallischer Wasserstoff da drin ist, dann haben wir eigentlich das ideale Medium, was auch Energie speichert, wo was passieren kann. Ich frage mich doch immer, woher kommt das ganze Eisen in der Erde? Und wenn wir 4,6 Millionen Jahre alten Körper haben, müsste ja schon lange das Eisen alles abgesunken sein. Wo kommt denn das her? Wieso ist denn überhaupt Eisen da? Und wieso ist der Planet nicht aus dem Stoff ausgebaut, aus dem unser Universum besteht? Er besteht aus Wasserstoff. Also metallischer Wasserstoff nahe des absoluten Nullpunktes, der hat elektrische Eigenschaften, energetische Eigenschaften, die sind unglaublich. Das ist man gerade dran am Experimentieren. Man weiß noch gar nicht alles. Die Ergebnisse sind unwahrscheinlich. Junge, ganz junge Erkenntnisse. Und dann, wenn er kalt ist, dann erkläre ich die D2-Schicht. Wenn ich mit dem Professor Meil haben wir mal diskutiert, wie entsteht zum Beispiel Materie, um vereinfacht mit Einstein zu sprechen, aus Energie. Wenn die Energiefäden gerade sind, sehe ich sie nicht. Wenn ich sie aufrolle, vielleicht der Beispiel Kugelblitz, wenn ich sie aufrolle, dann sehe ich das, zerfällt mein Knäuel, dann ist er auch wieder weg.
So entsteht vielleicht in der Art Materie. Und wenn das so ist, dann entsteht das genau in diesem Wasserstoff und reichert sich am Rand die entstehende Materie ab. Das ist meine D2 gestrichene Schicht, sagt man also wirklich in der Wissenschaft, ein Rätsel für die Fachleute. Nur mal ganz kurz, wie soll sie wirklich entstanden sein? Es gibt nur eine Lösung. Die Erdkruste oben, links oben ist das gezeichnet, die offizielle Lösung. Die ist ja kalt, die tropft denn wie Honig von dem Teller hinunter bis zum Erdkern unten und sammelt sich dann. Offizielle Erklärung. Können Sie im Fachbuch nachlesen. Geht gar nicht. Warum geht es nicht? Weil die Erdkruste leichter ist, die Erde wird immer dichter, das wird immer höher verdichtet und ein leichtes Material, dann aus statischen Gründen oder so, kann niemals in ein weiches, also ein schweres Material eingedrückt werden. Das geht, würde zerbröseln oder sonst wie. Das geht nicht. Ich habe Ihnen hier mal in meinem Buch mal meine wenigen statischen Kenntnisse mal das ganz vereinfachte System. Im Grunde jeder dritten Vorlesung Statik wird das nachvollziehen können. Ich habe mal so eine Platte, die subduziert werden soll an der Erdoberfläche, habe ich mal statisch nachgerechnet. Es geht nicht. Sie können diese Platte nicht eindrücken. Das mit der Subduktion ist auch ein, wie sagt mein Freund, der Professor Geophysik, ein wohl geformtes Märchen, das man noch aufrechterhält. Da gibt es auch eine Lösung für, da kommen wir aber heute zu weit, wenn wir das noch weitermachen. Also ich sage nur ein Wort, vielleicht Erdexpansion als dritte Möglichkeit. Denn wir wissen, als ich klein war, sollte die Erde schrumpeln, deswegen entstanden die Berge wie auf dem Bratapfel. Und heute denkt man dies gleich. Die dritte Möglichkeit, dass die Erde langsam wächst, glauben nur 5% der Geophysiker. Zum Beispiel in Rom habe ich mit diskutiert. Aber Sie werden sehen, halten Sie es im Ohr, es kommt. Warum ist die Erde also nicht, wenn es heiß wäre, müsste die Erde nach innen immer heißer werden? Hat mir ein Fachmann gesagt, das stimmt ja nicht, darunter ist alles kühl, im sogenannten Erdmantel. Sie sehen hier Originalaufnahmen, Bilder von einer Untersuchung. Wirklich heiß gibt es nur Zonen in 150 Kilometer Tiefe. Unten ein Bild von 500 Kilometer Tiefe, 500. Da ist gar nichts mehr heiß. Es wird heiß und dann geht es erstmal gleichmäßig runter. Der ganze Erdmantel ist relativ kalt. Früher, noch vor 20 Jahren, hat man alles anders geglaubt. Da war alles im Grunde relativ heiß. Aber man weiß auch heute, Yellowstone Nationalpark, der wird nicht von unten von einer Masse irgendwo gespeist, sondern der hat eine einzelne Kammer, eine Magmakammer, wo eine isolierte, wo ab und zu mal eben, wenn Gas einströmt, dann kommt das Magma eben oben raus. Isolierte Magmaquellen. Und das haben Sie auch. Die Erde ist nur in einer gewissen Tiefe zum Teil aufgeschmolzen, aber nicht komplett. Auch in der Erde entsteht dasselbe System, Gleichgewicht von innen nach außen. Das heißt, die ganze Materie muss von innen nach außen strömen. Sie sehen das auf der Erde, das Methan, alles was Sie haben, Salzstöcke, alles geht entgegen der Gravitation, geht nach außen weg, zur Erdoberfläche hin. So entsteht denn eben unter diesen Voraussetzungen, nur unter diesen Voraussetzungen, wenn die Erde heiß sein sollte, wenn die Sonne heiß sein sollte, wie behauptet wird, ist alles das, was ich Ihnen sage, Unsinn. Warum? Weil dann die Kohlenwasserstoffe in der Tiefe, 600 Kilometer Tiefe, gibt es Kohlenwasserstoffe, Methan, zerstört werden würden, wenn sie so heiß wäre. Ist es aber nicht so heiß. Es gibt neue Untersuchungen, die eben sagen, das Methan ist auch noch stabil unter, weiß ich, gewissen Unterdrücken und höheren Temperaturen kann es das aushalten. In 500-600 Kilometer Tiefe haben Methan das nach oben strömen. Wie wird das gebildet? Durch das Wasserstoff, das aus dem Kern kommt, und durch Kohlenmonoxid, das überall auf dem Planeten als Grundbaustoff auch im Universum da ist. Daraus entsteht Kohlenwasserstoff, also Methan zum Beispiel. Und das geht nach oben und dann entsteht irgendwann Erdöl in den Schichten. Und zwar nicht, weil da Lebewesen drin sind, sondern als Hochdruckvariante des Methans. Es fällt, im chemischen Sprachgebrauch zu bleiben, es fällt chemisch aus. Es wird einfach genauso wie aus mein Graphit, Diamanten bildet, wird aus Erdgas, denn mit einmal Methan. Deswegen findet man das auch auf der ganzen Erde und deswegen gibt es auch keine Quelle, die nur Erdöl ist oder nur Erdgas. Es gibt nur Quellen mit Gas und Öl. Und man muss immer vorsichtig sein, dass das Erdgas nicht explodiert. Wir wissen ja früher, Red Eder, wer sich noch erinnert, aus Texas, wo unten her, kann man, war die Quelle am Brennen, musste ja aussprengen. Das darf heute nicht mehr sein, aber das ist der Grund dafür. Deswegen kommen auch wie bei Erdbeben hier in Japan, sprudelt man einmal Erdöl irgendwo aus der Oberfläche und bei Brüchen und so geht natürlich das Erdöl leichter hoch. Es ist nicht überall vorhanden, aber unterschiedlich stark, aber auf der ganzen Welt. Das ist mal eine
Prinzipskizze aus Amerika, wie das alles funktioniert. Und das habe ich in Amerika vor Ort aufgenommen. Sie sehen, die Salzdome gehen hoch, Sie sehen die Bohrtürme oben, weil die Salze praktisch, die Dome, das praktisch das Erdöl nach oben liefen, hat man es sehr leicht, da oben abzuschöpfen. Das ist bekannt und Erdöl wird auch gefördert, überall rechts entlang von Brüchen, wo Brüche in der Erdkruste sind. Deswegen diese langen Verwerfungen, da ist immer, fast immer Erdöl. Und wenn man Pech hat, passiert hier Folgendes, dann bohrt man da rein und dann kommt mit einmal was raus. Ich habe das Bild gesehen, habe gedacht, Schneefall in Texas. Nee, das ist Wasser, und zwar Salzwasser. Das ist alles Wasser. Da sind pro Tag, weiß ich, Unmengen von Salzwasser über langen Zeitraum hinweg emporgeschossen, weil da unten gibt es natürlich auch Salzwasser. Keiner weiß, ob da unten Erdöl ist. Geologie heißt, wenn man danach bohrt, nach Erdöl ist nur, sagt mein Freund, jede siebte Bohrung fündig, und zwar durch Zufall. Man kann heute scannen, von oben wird mit Flugzeugen so gescannt, weil im Untergrund ist. Dann sieht man Flüssigkeiten, das kann aber genauso gut Wasser sein oder irgendeine andere Flüssigkeit, Fluid sein. Sie müssen auch bedenken, Methan im Untergrund, in den Schichten, ist kein Gas, sondern ein Fluid, also eine Flüssigkeit. Wird erst gasförmig, wenn es in der Nähe der Oberfläche kommt. So werden dann entstehende praktisch Gasausbrüche und so entstehen dann aber auch Erdbeben. Die hängen auch mit dem Erdgas sicherlich zusammen und deswegen, weil ich vorhin schon sagte, sehen Sie auch die Entladung mit Vulkan, weil hier auch, weil Elektrizität am Werk ist, Methan, Gasentladung und dann entstehen eben solche Gewitter. Die sind unerklärlich für die Geophysiker. Und Sie sehen, dass da oder links oben brennt ein Schlammvulkan oder sind unten andere Aufnahmen von Schlammvulkanen, die denn, wo die Gase sich praktisch entzünden. Dass dann elektrische Entladung sieht, sieht man hier zum Beispiel links, habe ich mal schlecht zu sehen, ein Krater auch vom Merkur aufgezeichnet und Sie sehen überall diese Furchen rundherum. Das sind meines Erachtens Relikte des Gasentladungsprozesses und rechts habe ich die mal ein bisschen nachgezeichnet. Da sehen Sie, wie die vom Krater aus weglaufen als vertiefte Furche. Das sind sicherlich elektrische, also Gasentladung mit unter Berücksichtigung der entsprechenden Elektrizität. Nun gehen wir mal kurz zu dem Beweis, dass das Erdöl biologisch ist. Und zwar hat mich früher überzeugt, dass da tote Mikroben drin sind. Das überzeugt eigentlich jeden. Es ist aber ganz anders. Ich war dann auf den Feldern in Texas. So, und dann hatte ich das Bild vor Augen, so einen kleinen Film drüber. Und dann sage ich, Jungs, was macht ihr denn da? Ja, sagen die, unsere Rohre sind alle verstopft in 3 Kilometer Tiefe. Ich sage, wie, die Rohre sind verstopft? Ja, sagen die, da sind zu viele Bakterien da unten. Und wenn das Öl zu gut ist, je mehr Bakterien leben da drin, und dann wollen die alle, und dann ist unser Rohr verstopft. Ich sage, das ist ja, höre ich zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Da habe ich mich auch mit der Sache beschäftigt und es ist doch so. Ja, es ist so, dass dort unten Mikroben, unzählige leben im Öl. Sobald man die an die Erdoberfläche, also Sauerstoff aussetzt, sterben die erstmal direkt ab. Dann hat man Folgendes gemacht, hat man die nach oben geholt und wenn ich die nach oben hole, durch den Druckausgleich von 3 Kilometern, platzen die sterben. Hat man Folgendes gemacht, es gibt bei mir im Buch mehrere Beweise dafür, hat man also so Schachteln runter, Druckbehälter, hat die Dinger eingefangen, Druckbehälter und sozusagen, denn, dass sie den vollen Druck hatten von unten an die Oberfläche ins Labor und dann hat man gefunden, Bakterien, Mikroben, die man vorher noch nie gesehen und gekannt hat. Davon gibt es mehrere Untersuchungen wissenschaftlich, können Sie bei mir mal nachlesen. Das heißt, die Bakterien leben da unten vom Öl und nicht umgekehrt. Die leben da, weil das Erdöl da ist. Und wenn es hochkommt, sterben die natürlich, weil auch wir könnten keine 3 Kilometer Druckausgleich ausmachen. Da würde auch ein Fisch, der da unten hochkommt, der stirbt durch den Druckausgleich. So kommen die Mikroben da rein. Nicht von mir, wie gesagt. Also ist von Professor Gold, der leider gestorben ist. Sie haben nicht mal getroffen. Der hat das schon vor etlichen Jahren geschrieben, aber habe ich aber im Nachhinein erst so wirklich festgestellt. Aber das ist eigentlich in meinen Augen so genial, wie es genial ist. Und damit ist der Punkt erledigt, dass eben da Mikroben drin sind. Bei dem Elefantenfeld, was ich vorhin hatte, was leer war, ist danach neues Öl gekommen. Das hat, wie man sagt, eine andere Signatur. Da sind andere Mikroben drin wie vorher. Wie kann ein Öl eine andere Signatur haben, andere Lebewesen drin haben? Weil es von unten langsam kaskadenförmig aufsteigt. Das ist eigentlich die Lösung dafür. Es kommt, wird immer wieder neu gebildet aus der Tiefe der Erdkruste. Es gibt eine Untersuchung, eine Promotion aus dem Jahr, glaube ich, 2007, Karlsruhe, die Gandau sagt, in 500, 600 Kilometer Tiefe ist Methan, da sind Kohlenwasserstoffe. Wenn ich das vor 20 Jahren gesagt hätte,
dann würde einer mit der weißen Jacke ankommen und mich direkt abführen, weil es geht gar nicht. Eigentlich. Es geht doch, weil es unten nicht so warm ist, wie man glaubt. Wenn sowas passiert mit Kohlenwasserstoffen, entsteht, ich kenne das aus dem Bauingenieurwesen, Bodenverflüssigung, weil durch das Methan entsteht Wasser. Das Wasser reichert sich dann schlagartig in den Schichten, Sedimentschichten an und dann habe ich einen schlechten Baugrund. Und dann kippen so eine Bauwerke wie hier in Japan, die kippen dann einfach auch schon mal um. Bodenverflüssigung. Hat man keinen Einfluss drauf. Und wir haben auch Einflüsse mit dem Methan, zum Beispiel ganz Sibirien. Mein Freund sagt zu mir, sagt er, weißt du, warum überhaupt der Eis in Sibirien existiert? Nein, sage ich, das weiß ich jetzt noch nicht. Der sagt, durch diesen Effekt, den ich eben schon hatte, durch den adiabatischen Effekt, der Entspannung des Methans. So vereist praktisch, der Permafrost ist so entstanden in Russland sehr wahrscheinlich. Und darunter, weil das jetzt eine Kappe bildet, darunter ist Erdgas ohne Ende. Das sammelt sich immer an, die brauchen also nur durch das Eis, darunter ist Erdgas ohne Ende, kommt unglaublich von unten rauf. Die Russen werden noch in 100.000 Jahren, wenn der Staat noch existiert, wenn die Amerikaner die nicht übernommen haben, dann werden die noch da Erdöl fördern. Sie sehen auch hier, ich bin Amerika-freundlich, da muss ich dabei sagen. Und bloß so manche Geheimdienste und andere Sachen da in Amerika, das mag ich nicht so. Wie auch immer. Sie sehen hier ein Beispiel schon dokumentiert. Ich habe sie geschrieben, ist zu klein, im Jahre, glaube ich, 1852. Dort hat man bei einer wissenschaftlichen Expedition eingefrorene Ochsen im Fluss gefunden. Das Eis war so klar, wie es klar war. Rätsel für die Wissenschaft. Habe ich noch den Text dabei? Ja, habe ich noch den Text dabei. Die Hörner gucken noch raus. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Wie kann ein Ochse im schwimmenden Zustand praktisch sozusagen Schock gefrieren? Lösung: Methan. Durch den adiabatischen Effekt kommt das Gas raus, macht dann plumm und schon ist es Eis. Es ist wirklich so, können Sie nachlesen. So kann man erklären, warum sowas passiert. So kann man auch erklären, warum denn dieses Mammut hier in Leningrad hingebracht worden ist, das ist dann sozusagen mit Haut und Haar vereist. Man hat Mammuts gefunden mit Butterblumen noch im Magen, manche sprechen sogar davon im Maul, mit Butterblumen, nicht verdaut. Dann frage ich mich, wie viel Grad muss das geschehen sein? Die Leute haben es ausgerechnet, ich weiß jetzt nicht, 70, 80 Grad Temperaturunterschied und dann passiert das. Das muss plötzlich kommen. Wenn das lange dauert, ist die Butterblume weg. Ja? Das geht also auch nicht. Schnelle Vereisung ist praktisch das Rätsel. Das sind denn so ein paar Sachen. Ich könnte Ihnen noch sagen, Wikinger haben unter dem Eis Grönlands gefunden. Das Eis ist gar nicht so alt, wie man glaubt. Ja, also ich habe noch Karten, alte Karten, da ist Grönland eisfrei dargestellt. Wer hat die gezeichnet? Ich sage jetzt mal die Wikinger. Und es gibt auch Karten vom Südpol. Ne? Südpol ist eisfrei dargestellt. Eins meiner Lieblingsthemen, habe ich mein Streitgespräch an der Uni Dortmund gehabt mit einem Fachexperten. Hat er sich darüber ein bisschen lustig gemacht, muss man ja auch. Wie will ich sonst erklären, dass originale Karten auch vom Südpol existieren, die Leute mal aufgenommen haben, als da kein Eis da war? Das geht eigentlich gar nicht. Der Charles Hapgood hat ja damals Untersuchungen drüber gemacht, der Professor leider verstorben, dass das wirklich so ist. Dass Ötzi keine Eisleiche ist, wissen wir auch. Ja, wenn Sie eine Eisleiche kennen, ich bin hier in Alpen, ich bin aus dem Norden, ich kenne wenige Eisleichen, aber Ötzi ist gedörrt. Gucken Sie genau hin. Bei Hitze gedörrt, ist im Eis gelegen, ist aber keine Eisleiche. Wer das Gegenteil behauptet, verkennt die Tatsache. Und Eisbockkerne beweisen, dass es am Südpol warm war. Es gibt eine Untersuchung von 1950, und zwar vor 6000 Jahren gab es am Südpol, sagen die Geologen von 1950, und sagen, ich dachte jetzt in Kritik, auch 1950 ist so lange her, würde ich ja sagen, dass vor 6000 Jahren da erst die Warmzeit endete. Das mal auch nur zum Klima. Oder im Norden hat man gefrorene Wald mit frischem Holz gefunden hier in der Arktis. Das sind auch so Sachen, das kann man heute verbrennen. Das muss alles ein bisschen plötzlich gehen und nicht langsam. Und der neue Eisbergkern auf Grönland bezeugt hier unten, dass laut wissenschaftlichem Statement, dass die Vereisung schnell gekommen ist und nicht langsam peu à peu. Ich bin ja sowieso ein Anhänger der schneller Prozesse und nicht langsamer Prozesse. Langsame Prozesse gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Jedenfalls nicht in der Geologie. Gasentladungsröhren, ich hatte eben die Sedimentierung angesprochen, da sehen Sie, hat man aufgegraben, das sind typische Gasentladungsröhren und vielleicht zum Abschluss, ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin, aber mal zum Abschluss nochmal die Tsunamis, ich damit auch an der TU Berlin, wir haben uns darüber unterhalten und
Dann kam die Frau von meinem Freund da drauf eigentlich, die sagte, dann kann das nicht auch ein Gasausbruch sein. Denn ich ärgere mich, meine Frau sieht mich schon immer, kriege einen hochroten Kopf, wenn meine Freunde vom Geoforschungszentrum, die sehen das, glaube ich, irgendwann, dann da stehen in der Tagesschau und ganz, ganz doll so mit dem Finger machen, so, und dann nimmt die Erdkruste und dann verschiebt sich was. Boah, ein Tsunami. Sag ich zu meiner Frau, haben Sie noch nie was vom Impuls oder Dreisatz gehört? Ich sage, wie soll die mal nachrechnen? Ich sage, ich tue in der gleichen Verhältnis einen Meter tiefen Teich, macht unten zwei Bretter und mach mal so. Verhältnismäßig passiert nichts. Können Sie auch nicht rechnen. Ja, Glaubensakt ohne Ende. Ich sage, ist doch verrückt. Wie kann denn ein Tsunami entstehen? Ein Tsunami ist, weiß ich nicht, in 12 Stunden von Südamerika in Japan. Ein Tsunami ist keine Welle. Ein Tsunami ist ein energetischer Effekt. Und zwar passiert Folgendes. Gasausbruch, habe ich rechts dargestellt, der Gasausbruch kommt hoch. Jetzt werden praktisch 4 Kilometer, 5 Kilometer Wassersäule, werden die ganzen Wassermoleküle angeregt, zum Schwingen angeregt. Und zwar gleichzeitig, hier geht ja schuck. So, jetzt sind die ganzen Wasserkühle, und gibt Untersuchungen, das kann man wiederum rechnen, die machen eine kleine ovale Bewegung, bleiben also quasi stationär, machen aber eine kleine ovale Bewegung, stupsen dann den nächsten Wassermolekül ein und sagt, hier hast du meine Energie, mach mal weiter. Der macht immer weiter. Das Wasser ist aber nach wie vor an derselben Stelle. Da ist kein Wasser von dem Ausbruch an Land gekommen, 0,00. Das geht alles so nicht. Und jetzt habe ich einen energetischen Effekt. So, und dann kennen Sie ganz genau dieses Kugelstoßpendel hier. Die Energie, Sie machen eine, lenken eine Kugel auf, die mittleren bleiben gleich und rechts fliegt sie raus. Genau das passiert beim Tsunami. Energetisch. Wenn ich das jetzt eine Welle machen würde, die sind nur Oberflächen da, das geht alles gar nicht. Das ist keine Welle. Wenn Sie draußen sind im Meer, sehen Sie auch keine Welle. Sondern nur auf dem Meer durch diesen ovalen Effekt ist so ein kleiner Beule auf dem Wasser, mehr nicht. Und eine Welle wird es erst dann, nochmal vorgespielt, wenn das praktisch auf das Meer trifft, da ist der Kontinentalabhang, es wird flacher, dann wird die Welle da drauf geschoben, dann wird aus kinetischer Energie, potenzielle Energie und dann schießt das Wasser nach oben. Dann habe ich eine Riesenwelle oder eine halbhohe Welle, je nachdem wie das Ufer ist. Deswegen ist auch so, dass das Wasser vorher zurückgeht. Durch diesen ovalen Effekt, den die Teilchen machen, wird das Wasser auch wieder zurückgezogen und dann wieder nach vorne geschoben im Grunde. Das kann man ganz einfach gründen. Und die ganzen Sensoren, die da angebracht sind, in meinen Augen im Pazifischen Ozean, die sind, wenn die nicht darauf reagieren, sind die eigentlich Unsinn. Denn mit dem Verschieben von Erdplatten und gegeneinander und weg, das kann ich auch belegen, das geht so eben nicht. Das heißt, auf der ganzen Welt, an bestimmten Stellen, meistens in Bruchstellen der Erde, gast es raus, dort wo Schwachpunkte sind, und man findet immer mehr Methaneis auf dem Meeresgrund. Vor Florida liegt ein großes, da können die USA lange mit Strom versorgen. So viel Energie liegt auf den Meeresböden rum. Wir müssen das nur mal fördern im Grunde. Und es kommt ständig aus allen raus und deswegen aus allen Planeten, Monden auf der Erde an bestimmten Stellen, nicht an jeder Stelle, sondern wie gesagt, wo Verwerfungen sind. Und wir hätten kein Problem, wenn nicht vielleicht Leute daran verdienen wollen. Denn eins ist ja klar. Ja, unsere Bundesregierung verdient an uns, an der Tankstelle, oder von mir auch die Schweizer Regierung, an der Tankstelle, an der Steckdose und so weiter im Heizungskeller. Dort wird viel Geld, viel Steuern für unseren Sozialstaat verdient, generiert. Und deswegen werden die auch niemals einschreiten, dass die sagen, das muss billiger werden. Die würden sich ja selber schaden. Niemals wird das passieren. Je höher der Preis ist, desto besser ist es. Das waren also jetzt mal ein paar Themen hier aus meiner Energie, Irrtum. Und wir haben gesehen, dass also als Quintessenz genügend Energievorräte da sind. Wir müssen sie nur nutzen. Natürlich bin ich nicht gegen Sparen der Energie. Sparen müssen wir, damit wir nicht politisch erpresst werden von irgendwelchen Erdölproduzenten. Aber eins ist auch klar, in Mecklenburg-Vorpommern liegen riesengroße Erdölvorräte und Erdgasvorräte, auch bei uns im Rheinischen. Hat ein bisschen was mit Fracking zu tun, ist im Grunde ein Schimpfwort geworden. Aber vielleicht denkt man da nochmal richtig drüber nach. Ich glaube, ich habe Ihnen also klar gemacht, das war mein Bestreben, Ihnen klar zu machen, dass es viele Kohlenwasserstoffe gibt, auch auf anderen Planeten, viel mehr als jemals auch in Biologie hätte erzeugt werden können. Dasselbe gilt übrigens auch für Steinkohle, nicht für Braunkohle. Aber das Thema ist in meinem Buch mal drin, genauer beschrieben. Und wie ich schon schreibe hier, trotzdem benötigen wir natürlich deswegen auch alternative Energien, obwohl, was heute gemacht wird, im Grunde auch ein Schuss nach hinten los ist, wenn keine Sonne da ist und kein Wind, dann habe ich keine Energie, also brauche ich Speicher, die habe ich nicht. Ich könnte sie aber
den ganzen überschüssigen Energie in Wasserstoff oder auch in Methan umwandeln. Mit Verlusten, aber ich könnte es. Wasserstoff könnte ich dann in die ganzen Netze einspeisen. Ich müsste nur Wasserstoffmotoren zum Beispiel haben. Wäre eine Lösung. Da müsste man drüber nachdenken. Aber wer will billige Energie? Wir ja. Aber andere, die zu sagen haben, sicherlich nicht. Wir haben aber als Quintessenz auch gesehen, dass die Sonne unser Klima beeinflusst. Das habe ich jetzt mal quasi so kurz mit abgehandelt, aber nicht umgekehrt. Unser Einfluss ist, glauben Sie mir das, unglaublich gering gegenüber den großen Systemen, die in unserer Erde und in unserem Sonnensystem herrschen. Und deswegen ist mein Kernsatz, den ich immer sage, ich ärgere mich jedes Mal, wenn im Fernsehen denn wegen Klimaschutz geredet wird. Klima hat es immer gegeben. Ich könnte Ihnen 1000 Beispiele nennen der letzten 1000 Jahre. Können Sie mir in meinem letzten Buch, Die Erde im Umbruch, sehr genau nachlesen. Und ich ärgere mich immer, wenn die immer diese Probleme, den Klimaschutz immer mit Umweltschutzproblemen begründen. Haben Sie schon mal gesehen, dass da ein Klimaschutzgrund war? Nein. Dann zeigen die, ich war in Shanghai, dann zeigen die da große Schornsteine, wie da alles rauskommt. Das haben wir früher mal gemacht. Schwefel, Wasserstoff, ich war da. Ich sage im Fernsehturm, ich möchte was fotografieren. Wieso ist da gerade Nebel? Ach, sagt der Nebel, der Smog. Sagt, der ist immer hier. Wie, sage ich, ja, ist immer. Das haben wir alles nicht mehr. Unsere Schornsteine sind rein. Relativ rein, sage ich jetzt mal so. Aber Kohlenwasserstoffe kann man nicht sehen und Kohlendioxid können Sie schon lange nicht sehen. Was soll denn Rauch unter Schornstein? Das ist Umwelt, wenn überhaupt. Umweltthemen missbraucht man dazu, um Klimaschutzziele und Themen zu rechtfertigen. Und nur solche. Ich kenne kein einziges. So, ich könnte Ihnen noch viel erzählen, stundenlang. Ich habe Themen ohne Ende. Aber ich habe Ihnen versucht, meinem Crashkurs so mal kurz meine Gedanken aufzuzeigen, wie es doch ganz anders sein kann, wie man da herangehen kann. Und dass wir doch relativ, ich sag mal, wir werden belogen, teilweise nach Strich und Faden oder keiner ist auch an der Wahrheit interessiert. Das Schlimme ist, und deswegen sind auch so eine Kongresse wie hier gut, dass Leute darüber nachdenken, wie Sie auch richtig gesagt haben, nicht nur nach Hause gehen und darüber schlafen, sondern mal sich Gedanken machen und anderen davon erzählen. Das ist ganz wichtig, damit wir praktisch ein anderes Bewusstsein da bekommen, uns nicht alles erzählen lassen. Ich danke Ihnen für die Geduld und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Danke. Vielen Dank. War hervorragend, hervorragend. Ja. Also es ist nicht nur so, dass er stundenlang erzählen könnte, wir können auch stundenlang zuhören. Also die Zeit ging mir jetzt fast zu schnell rum. Ja. Er hat 1 Stunde 10 Minuten geredet. Ja. Es war wie im Flug, stimmt, ja. Also für mich war das eine enorm frohe Botschaft. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wir sind mit dieser Angst großgezogen worden. Die Energie ist zu Ende. Das war sowas von einleuchtend. Und vor allem ein Eindruck, der über Jahre immer wieder da war. Irgendwann wurde ich den Eindruck nicht mehr los. Dieses ganze System ist ein einziger lebendiger Organismus. Finde ich heute durch und durch bestätigt durch diese Ausführungen. Natürlich auch wir als ACK, wir können nicht sagen, wir haben die Wahrheit gebucht. Aber wir halten uns ans alte Prinzip, was im Herzen drin anklingt, das halten wir mal schön fest. Ja? Und die Beweise waren sehr eindrücklich. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Mein Statement, die Botschaft muss raus, aber auch die Erpresser, die mit diesen Dingen Geschäfte machen und uns da unten halten, seht ihr, wenn wir uns nicht auf die Beine machen, das wird sich nie ändern. Also wir brauchen euch. Genau. Vielen Dank, Herr Zimmer. Danke.